أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خيره خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله Wir sind heute wieder zahlreich. Es freut mich, immer mehr junge Menschen hier zu sehen, junge Brüder hier zu sehen. Alhamdulillah, inshallah sitzen wir eines Tages hier vor dem Pult, alle so richtig eng beieinander, inshallah. Es sieht so aus, dass es in die Richtung geht, inshallah. Möge Allah Jalla Jalala uns festigen. Das Thema von heute Abend, liebe Brüder, ist das Tor zur Schatzkammer. Das Tor zur Schatzkammer. Letzte Woche hatte ich gesagt, dass wir eine Reihe anfangen. Und diese Reihe wird theoretisch wieder darum gehen, unser Iman zu stärken. Wie eigentlich fast jede Reihe, die wir vornehmen, jedes Unterricht, was wir hier machen. Der ein oder andere kann sich aber fragen, warum Iman ders? Warum Iman? Warum Iman ders? Es scheint so, als ob wir immer dasselbe hören, Kerim, oder nicht? Irgendwann denkt man so, immer wieder dasselbe, immer wieder dasselbe. Ein Iman ders ist so symbolhaft zu betrachten, Iman ders, weil ohne Iman kein Jannat, ne? Ohne Iman nicht Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in Jannat treffen, richtig? Ohne Iman funktioniert diese ganze Sache nicht. Ein Iman ders, warum die Wiederholung von Iman ders so wichtig ist, ihr müsst euch vorstellen, liebe Brüder, dass es wie ein Faden ist. Jeder einzelne Unterricht, jedes Wort vielleicht in einem Iman ders ist wie ein Faden, der gezogen wird. Aber irgendwann wird dieser Iman ders, liebe Brüder, zu einem kräftigen Seil, womit man vielleicht sogar Schiffe zieht, Schiffe zum Hafen zieht. Und symbolhaft ist vielleicht dieser Schiff unser Iman, sodass wir diesen Iman am Hafen halten. Deswegen sind die Wiederholungen wichtig. Wir müssen auch ein Iman ders vielleicht nicht nur als ein Wochenend-Sohbet oder Ereignis sehen oder betrachten. Nein, vielmehr sollte man das vielleicht, damit man den Sinn und Zweck eines Iman ders versteht oder besser versteht, als ein Bauprojekt betrachten. Ein Bauprojekt schließt man auch nicht mit einem Samstag ab, oder nicht? Das ist ein Projekt, also das kann auch sein, dass über Jahre hinweg geht, oder nicht? Wie vielleicht dieser Berliner Flughafen, aber der funktioniert immer noch nicht, aber vielleicht sollte es vielleicht bei uns auch nicht so lange dauern mit einem Iman ders, so dass wir einen richtigen Iman ders, aber Spaß beiseite, ein Iman ders sollte eigentlich ein Leben lang gehen. Ein Leben lang gehen. Ein Bauprojekt, was ein Leben lang geht. So damit am Ende des Tages, wenn wir unsere Ruh, wenn wir unsere Seele von uns lassen, wenn die Seele von uns geholt wird, dass wir wirklich mit einem Iman sterben. Weil ohne Iman ist die ganze Arbeit, dieser ganze Stress, dieses hier oft eine Stunde auf dem Boden sitzen, alles umsonst. Deswegen müssen wir unser Fokus erstmal darauf richten, ey, ich habe eine Baustelle, das ist ein Bauprojekt. Diese Baustelle hört nicht mit einem Samstag auf. Nein, das ist ein Projekt, was sich über gewisse Jahre auch ziehen soll. Damit man von einem Taklidi-Iman, von einem Nachahmer, zu einem Tahkiki-Iman kommt, zu einem Hakiki-Iman kommt, ja. Sodass man wirklich wie ein Baum ist, ja, ein fester Baum, der verwurzelt ist in dem Boden. Weil oft sehen wir das doch, wir sagen alle, wir haben Iman, aber dann kommt irgendeine Sorge oder irgendeine Kummer oder irgendein Mädchen und zack, für das, was wir standen, welche Werte wir hatten, knicken wir um. Warum? Weil wir noch kein fester Baum sind, weil wir kein fester Baumstamm sind, also nicht fest verwurzelt sind. Wir sind wie eine kleine Sprosse, wie ein Halm eigentlich und denken, wir haben den Iman schlechthin, ja, subhanallah. Also merken wir und sollten auch keine Langeweile daran haben, wenn wir über Iman hören, wenn wir ein Iman-Ders machen. Denn das ist kein Erlebnis-Samstag, so, weißt du, es ist kein Moviepark oder so. Ey, ich gehe mal ein bisschen Spaß haben und dann war es das für heute. Nein, nein, Iman-Ders ist ein Projekt. Projekt, was wirklich ein Leben lang gehen sollte. Selbst die großen Gelehrten
unterrichten sich gegen oder machen denselben Unterricht immer noch? Subhanallah. Deswegen, wenn solche großen Gelehrte immer noch einen Iman, der es für sich sehen und sagen, okay, ich habe diese nötig, dann wir sowieso oder nicht. Ich betreibe, in unseren Unterrichten nenne ich uns manchmal so Netflix-Kinder. Ja, solche Netflix-Kinder wie wir brauchen solche Iman-Ders. Als ich diesen Ders vorbereitet habe, habe ich wirklich gesehen, manchmal muss ich das vielleicht erwähnen, scheint der Redner so eine, die Leute haben so ein Tawajjuh auf dem Redner, der spricht. Und das kann oft in die falsche Bahn gehen oder in die falsche Richtung gehen. Man denkt, der Redner ist besser wie wir, wie der Zuhörer. So ist das nicht. Ich bin auch nur einer, der sich hinsetzt, diese Sachen vorbereitet und auch diesen Unterricht selbst auch nötig hat. Wallah, als ich diese Ders vorbereitet habe, ich habe wirklich so ein bisschen Muffensausen bekommen. Ja, wirklich so richtig Angst bekommen, subhanallah. Ja. Wow, wo steht mein Iman? Ja? Was ist mit mir eigentlich? Ich habe diesen Unterricht am nötigsten. Aber da ich diese Sachen vorbereite und lese, habe ich natürlich auch immer diesen inneren Wunsch, das den Brüdern auch mitzuteilen. Nur weil ich hier auf einem Stuhl sitze, bedeutet das nicht, dass ich einen besseren Iman habe oder so. Wallahi ist es nicht so. Ja. Ich habe diese Sache nötig, viel nötiger als ihr. So betrachte ich mich. Deswegen müssen wir wirklich diese Sache ernst nehmen. Auch der Redner, auch der Zuhörer müssen diese Sache ernst nehmen. Eine kleine Erinnerung an letzte Woche. Wir haben letzte Woche eine Medizin erfahren, eine Medizin gehört für unsere Krankheit, die Lustlosigkeit am Leben. Manchmal ist das so. Man hat keine Lust mehr am Leben. Was waren diese vier Punkte, die in Richtung Medizin gehen? Das eine Medikament öffnet die Tür zum anderen Medikament und am Ende des Tages ist man heil und gesund. Was war das? Kann das einer nochmal aufzählen? Joshkun? Einmal lauter. Imani billah. Marifetullah. Muhabbetullah. Ruhani lezzet. Wir haben diese vier Punkte letzte Woche gelernt, liebe Brüder. Das Wichtigste ist vor Als allererstes, bitte verzeiht mir, dass als allererstes kommt Imani Billah. Ohne Iman funktioniert gar nichts. Aber um diesen Iman, den wir in unserer Brust tragen, ja, Sadrimizdaki Iman, ja, das ist so ein schönes Wort, dieses Sadr, ja, was diesen Iman, das wir in unserer Brust tragen, müssen wir bewässern mit Wasser. Womit? Womit bewässert man das? Mit Marifatullah, mit der Erkenntnis über Allah Jalla Jalalu. Und desto mehr Erkenntnis über Allah Jalla Jalalu, liebe Brüder, desto mehr Muhabbatullah, desto mehr Liebe haben wir zu Allah Jalla Jalalu. Und wenn wir Muhabbatullah haben, haben wir auch endlich diesen Geschmack, Ruhani Lezzet. Deine Seele hat endlich Geschmack an Ibadet. Weil ich höre das, Abi, ich habe keinen Geschmack an Gebet. Ich habe keinen Geschmack, eine Stunde auf dem Boden zu sitzen und diese Sachen zu hören. Wir kennen das doch. Es wird so langweilig oder wir denken so, das hat Lezzet werden wir ja nicht. Es hat keinen Geschmack, subhanallah. Aber so ist das nicht. Weil die Sachen vorher noch nicht richtig stimmen. Ja? Müssen wir also nicht direkt bei Ruhani Lezzet anfangen? Ja, warum habe ich keinen Geschmack? Ja, deine Baustelle ist Imani Billah. Das muss erstmal sitzen. Imani Billah muss sitzen. Danach musst du erstmal verstehen, wie Marifatullah geht, wie die Erkenntnis über Allah Jalla Jalalu funktioniert. Und dann kommt erst die Muhabbatullah, die Liebe zu Allah. Wir wollen direkt Allah, wir lieben Allah. Ja, wir wollen sofort Geschmack am Gebet haben. Aber so funktioniert dieser Weg nicht. Erst Iman, dann Marifatullah, dann kommt Muhabbatullah und dann hast du Geschmack, Abi. Ruhani Lezzet. Das einmal dazu zu letzter Woche. Heute werden wir natürlich wieder einige Wahrheiten hören, inshallah, liebe Brüder, und profitieren gemeinsam. Deswegen möchte ich auch direkt loslegen, bevor wir Zeit verlieren. Im 20. Brief von Üstad Hazretleri, Said Nursi Hazretleri, im 20. Brief auf der Seite 406 wird gesagt, in dem Wort, heute lernen wir inshallah zwei Wörter kennen. La ilaha illallah. Oft denken wir, wir wissen wirklich, wir verstehen La ilaha illallah.
Wir werden gleich erfahren, so manche schöne Seiten von diesem Wort erfahren, inshallah. Und das zweite, was wir heute lernen, ist Wahdahu, inshallah. Ja? Also das erste ist La ilaha illallah. Ustad Hazretleri sagt, in dem Wort La ilaha illallah liegt folgende frohe Botschaft. Jetzt muss Buch zur Seite einmal. Was ist La ilaha illallah? Oder was bedeutet La ilaha illallah? Kann das einer mal auf Deutsch übersetzen? Lokman Abi? Es gibt keinen Gott außer Allah. Es gibt keinen Gott außer Allah. Und wisst ihr, was das Traurige ist? Damit war es das auch. Ich denke, wenn ich ihn fragen würde hier, er würde antworten. La ilaha illallah bedeutet, es gibt keinen Gott außer Allah. Aber das war's. Und mehr Erkenntnis über dieses Wort besitzen wir leider nicht. Oft der Fall. Ja. Ustad Hazretleri sagt hier was Interessantes eigentlich. In La ilaha illallah ist eine frohe Botschaft versteckt. Wir können diese frohe Botschaft vielleicht heute Abend, weil wir das oft erwähnen, auch als Medizin betrachten. Eine Medizin ist in La ilaha illallah, in diesem Wort versteckt, subhanallah. Wir müssen einmal verstehen, dass wir so viele Fehler im Herzen tragen, Sünden im Herzen tragen, mitschleppen und hoffen darauf, irgendwie uns zu retten und uns zu, weiß ich, wieder stabil auf den Beinen zu stehen. Ist das nicht so? Wir hoffen darauf immer irgendwie, aber eine Sache vergessen wir: zu entleeren, zu säubern. La ilaha illallah ist in zwei Teile eigentlich aufgeteilt. In zwei Wörter. Einmal La ilaha. Was bedeutet La ilaha? Es gibt keinen Gott. Also die ganze Wahrheit fängt eigentlich mit in der Religion. Die ganze Wahrheit fängt eigentlich mit einem La an. La. Entsorgen, wegmachen. La. Es gibt nicht. Ja? Also unser Fokus auf uns, wenn du Medizin einnehmen willst, wenn du heute Abend La ilaha illallah, dass mit die Medizin La ilaha illallah einnehmen möchtest, musst du mit La ilaha anfangen. Es gibt keinen Gott. Also du musst erstmal entleeren, entsäubern oder reinigen. Du musst auch erstmal erkennen, dass wir krank sind. Vor Jahren hatte ich eine halbe Stunde oder eine Stunde Unterhaltung, vielleicht kann sich Recep und Osman Abi daran erinnern, dass ich einen überzeugen musste, dass er erstmal krank ist, spirituell. Er sagt, ich bete nicht, aber er sagt, ich bin nicht krank, spirituell. Ich meine nicht irgendwie Husten oder Schnupfen. Mahnen, du bist Mahnen krank. Ich konnte ihm das nicht erklären. Halbe Stunde, bis er gesagt hat, okay, vielleicht wollte er mir nicht mehr zuhören, hat gesagt, ich bin krank, aber am Ende des Tages hat er akzeptiert. Und unsere Aufgabe ist erstmal zu erkennen, Evet, ben hastayım, ich bin krank. Und diese Krankheit aus dem Herzen muss erstmal raus, damit illallah kommen kann, außer Allah kommen kann. Und das werden wir inshallah lesen und ein bisschen besser begreifen, inshallah. Somit, in dem Wort La ilaha illallah liegt frohe Botschaft, unsere Medizin für heute Abend. Die Menschenseele, Ruh, die grenzenlos vielen Bedürfnissen verfallen und den Angriffen von grenzenlos lose Ses mi gelmiyor? Hier wird gesagt, dass der Mensch, die Menschenseele, unzählige, grenzenlose Bedürfnisse hat. Grenzenlose Bedürfnisse hat. Richtig? Also auf die Frage, wie viele Bedürfnisse habe ich, sagt Ustad Hazretleri, grenzenlos. Das nehmen wir, halten wir fest. Wir haben grenzenlose Bedürfnisse in unserer Seele. Frage, wie viel hast du selbst an Kraft oder Eigenkapital, diese grenzenlose Bedürfnisse zu managen? Welche Bedürfnisse fallen denn hier ein, wenn sie grenzenlos ist? Kann denn einer diese Bedürfnisse, die wir benötigen oder brauchen, ein paar nur erwähnen?
welche wir benötigen, welche Bedürfnisse wir haben, wir Menschen? Bitte, Abi. Essen, trinken, zwei, Abi. Ne? Das interessiert jetzt gerade nur unser Magen, ne? Nur grob. Ja? Weiter, Selim. Wärme, ja. Liebe. Kerim. Schlafen. Abi, weiter. Das war's? Grenzenlos, Abi. Bitte, Abi. Wohlstand, Geld. Bedürfnisse sind das oder nicht, Abi? Das sind grenzenlose, ne? Subhanallah. Abi? Luft, natürlich, Sauerstoff. Bitte, Abi. Licht, natürlich. Abi, bak, sei, bitme. Selim, noch einmal. Medizin. Ja, ne, sei, bitme. Grenzenlos, sagt Üstad Hazretleri. Subhanallah. Eine Frage. Wie viel Eigenkapital oder Kraft besitzt du, diese zu decken oder diese zu managen? Wie viel, Elias? Wie viel Kraft haben wir, Abi? Begrenzt. Aber sehr, sehr begrenzt. Ja, aber hier spricht man von grenzenlosen Bedürfnissen. Also wenn deine Eigenkapital, das zu managen oder deine Kraft, das zu managen, begrenzt ist, also reicht deine eigene Kraft nicht, diese Sachen zu managen. Richtig? Wir müssen ja erstmal erkennen. Ist dies Unrecht, dass wir das nicht managen können? Eine weitere Frage. Ist das Unrecht, dass wir unsere Bedürfnisse nicht selber managen können? Nein, warum? Allah ist der Gerechte, richtig. Aber was für ein Zweck steckt dahinter? Dass Allah Jalla Jalaluhu dies so gemacht hat. Abdus Samad. Richtig. Damit wir unsere Zeit nicht diesen Bedürfnissen widmen, sondern damit wir unsere Bedürfnisse bzw. unsere Kraft und Energie, das Kapital, was begrenzt ist auch, nur zu einem widmen. Und das ist Allah Jalla Jalaluhu. Also verstehen wir auch, dass wir grenzenlose Bedürfnisse haben und Angriffen von grenzenlosen Feinden ausgesetzt sind, Subhanallah. Findet in diesem Wort den Punkt von denen aus, die sie um Hilfe bitten kann. Also aus dem Wort La ilaha illallah findet die Person die Hilfe, wo die Person, die grenzenlose Bedürfnisse hat, um Hilfe bitten kann. Der ihr das Tor, ja, also La ilaha illallah ist das Tor zur Schatzkammer der Barmherzigkeit, Subhanallah, die all ihre Bedürfnisse zu decken vermag. Und sie findet darin den Stützpunkt, Haltepunkt, Stützpunkt in dem Sinne, ja, wirklich Besteck, ja, den Haltepunkt, der ihr ihren Angebeteten und Schöpfer, der Herr über die absolute Macht ist. Weil wir haben gerade gesehen, wir haben nicht so viel Macht. Also gibt es jemanden, der absolute Macht hat und unsere Bedürfnisse deckt und managt. Die ihr Sicherheit vor allem Übel und ihren Feinden gewährt, zu verstehen gibt und ihr bekannt macht. Du brauchst nicht, wir hören hier raus eigentlich, du brauchst nicht an irgendeine andere Tür zu gehen und da anzuklopfen. Es gibt eine Tür, die durchgehend geöffnet ist für dich, Subhanallah. Das ist die Tür von Allah Jalla Jalaluhu. Du brauchst nicht an irgendwelche Türen zu gehen, Subhanallah. Er deckt all deine Bedürfnisse. Du hast Ängste. Wir haben vielleicht gerade auch Ängste gehört. Auch Allah managt diese Ängste für dich, Subhanallah. Weil wir haben Ängste. Ja, mit den Bedürfnissen habe ich verstanden, Abi. Aber das mit den Ängsten nicht. Ja, alle, wir sitzen hier, wir haben teilweise Zukunftsängste oder nicht, Abdus Samad? Wir haben Zukunftsängste. Ja, was, wenn die Arbeit nicht mehr sitzt? Was, wenn die Firma pleite macht? Ja, was, wenn ich jetzt heirate? Wie soll ich finanzieren? Und. Das sind alles Zukunftsängste. Und dann gibt es noch die Ängste, die in der Vergangenheit waren. Und Allah Jalla Jalalu sagt, für all diese Sachen brauchst du dich nicht kümmern. Ich bin dein Herr. Ich manage das für dich. In La ilaha illallah stecken diese frohen Botschaften drin, liebe Geschwister. So eine Medizin steckt da drin. Du brauchst gar keine Angst mehr haben. Allah söz veriyor. Er verspricht, Subhanallah, dass er alle anderen Sachen managen wird. Aber er möchte von dir oder von uns, dass wir unsere Zeit ihm widmen, liebe Geschwister. Das muss einmal klar werden und uns bewusst werden.
Das Baby, was weint. Das Baby, was weint. Wann hört das Baby auf zu weinen? Selim? Ja, aber wann? In welchen Armen wird dieses Bedürfnis gestillt? Abi? Nee, wenn die wenn das Baby weint, davon spreche ich, ja? In wessen Arm findet das Baby die eigentliche Ruhe, Remzi? Bei der Mutter natürlich. Ja, bei der Mutter natürlich. Aber der Papa kommt, die Oma kommt, der Onkel kommt. Aber das Baby ist in den Armen der Mama sofort gestillt, sofort in Ruhe und symbolhaft nur. Nur symbolhaft, wenn wir uns in die Arme Allahs, nur symbolhaft, nicht falsch verstehen, in die Arme Allahs geben, Abi, dann sind wir erst, finden wir Ruhe. Dann tust du nicht mehr weinen. Dann hast du keine Zukunftsängste oder Ängste mehr von der Vergangenheit. Oder du musst dich nicht mehr darum kümmern, auch um deine eigenen Bedürfnisse, was Allah sowieso schon managen wird. Subhanallah. Das muss uns einmal klar werden. So eine frohe Botschaft liegt in La ilaha illallah. Subhanallah. Es zeigt ihr ihren Herrn und weist darauf, wer ihr König ist. Also das Wort La ilaha illallah zeigt uns, wer der eigentliche König ist. Dieser Hinweis befreit das Herz von ihrer vollständigen Einsamkeit und die Seele von zerstörender Trauer und verschafft ewige Freude und bleibenden Frohsinn, bleibenden Glück. Dieses Verständnis darüber, wenn du das verstanden hast einmal, Kasimabi, wenn du das einmal verstanden hast, aber hast du Glück? Die Glückseligkeit ist in diesem Wort versteckt, Subhanallah. Er ist dein König, er ist unser König. Dieser König ist aber so ein König, damit wir einmal nochmal vielleicht sinnbildlich nochmal so die Macht nochmal sehen. Dieser König ist so ein König, dass er die Ameise im Regenwald nicht vergisst, auch ihre Bedürfnisse stillt. Nochmal eine Erinnerung. So ein Herr, so ein Malik hast du, Subhanallah. So einen König hast du. Du brauchst gar nicht an andere Türen zu gehen, Subhanallah. La ilaha illallah rettet uns vor unserer Einsamkeit. Und die ewige Freude kommt. Frage, wer kann dir fortlaufende Freude versichern? Fortlaufende Freude. Außer Allah niemand. Weil Allah Jalla Jalaluhu hat diese Kraft und Macht. Alle anderen, ne, wir haben gesehen, wir sind begrenzt. Ne? Ihr habt selber gerade geantwortet. Wir sind begrenzt. Wir können nicht fortlaufen, jemanden glücklich machen oder uns selbst glücklich machen. Der uns glücklich macht, ist Allah Jalla Jalaluhu. Das sollten wir nicht vergessen, Abilash. Das war Teil 1 zu La ilaha illallah. Jetzt kommen wir rüber zum zweiten Wort von heute Abend. Ich rede heute ein bisschen schneller und versuche und hoffe darauf vielleicht, dass ihr auch konzentriert dabei seid, weil ich möchte es auch nicht zu sehr in die Länge ziehen. Das zweite Wort, liebe Geschwister, ist Wahdahu. Weiß einer, was Wahdahu bedeutet? Ja. Der Einzige. Er ist ein Einziger. Er ist ein Einziger. Allahu Akbar. Ja. Wenn man das einmal nur über die Zunge zergehen lässt und wirklich mal versteht. Du sagst, La ilaha illallah. Und dann sagt Allah, Allahu Ta'ala noch so, er stellt sich dir vor. Wahdahu la sharika lah. Wahdahu. Ja, er ist ein Einziger. Jetzt hören wir inshallah diese Sachen, inshallah. Eine kurze Einleitung zu Wahdahu. Frage. Reicht es zu sagen, ich glaube an Allah? Reicht es zu sagen, ich glaube an Allah? Brüder, Abi? Danke, Abi. Reicht nicht, denn die Mushrikun, die Götzendiener in Mekka, die haben auch gesagt, ich glaube an Allah. Richtig? Also ist da etwas, das uns zeigt, ey, nur zu sagen, ich glaube an Allah, reicht nicht, Abilash. Vielleicht guten Morgen an uns, an die, die gesagt haben, es reicht, wenn ich La ilaha illallah sage. So, ich glaube an Allah.
Ja? Aber auch die Handlungen müssen gegeben sein. Also was daraus folgt in Bezug auf den Glauben. Also es reicht nicht, wenn man nur sagt, ich glaube an Allah. Du musst sagen, ich glaube nur an den einen. Nur an den einen. Denn die Mushrikun haben gesagt, ich glaube an Gott, aber auch noch an diese Put, an diesen Götzen, der mich ernährt. Also Allah hat ist auch Er-Razak und diese Put ist auch Er-Razak. Hascha. Und wenn ich oder heiraten möchte, gibt es eine Put, ja? Die jungen Mädchen oder jungen Männer sind diese Put, ja, ich möchte heiraten. Oh Put, hilf mir. Mein Kind war letztens im Unterricht hier. Da haben wir über diese hat so ein Bild gesehen von einem Put. Er sagt, Baba, es gibt doch nur einen Gott. Was ist das denn? Dieser Put kann doch nicht was geben. Ein Kind versteht das. Und wir lachen darüber jetzt. Aber wir werden gleich mal betrachten, ob wir das auch so weit verstehen wie ein Kind, dessen Futrat noch sauber ist. Das werden wir mal gleich erfahren. Also, um wahrhaftig zu glauben, müssen also alle Götzen kaputt gemacht werden, damit man wahrhaftig erstmal sagen kann, La ilaha, es gibt keinen Gott, alle Putlar weg, illallah. Ja, das muss verstanden werden. Also es gibt zwei Stufen bei La ilaha illallah, zwei so Absätze. Erst La ilaha illallah und dann illallah. Verzeihung, La ilaha, Entschuldigung, La ilaha illallah. Ja, das muss natürlich verstanden werden, liebe Geschwister. Eine Frage, was ist ein Götze? Was ist ein Put? Das, bitte habe. Von einem menschenerschaffenes Ding. Okay, eine, wir, von einem menschenerschaffenes Ding. Yasin? Götze ist etwas im Leben, was man den höchsten Wert. Das geht in eine sehr gute Richtung. Götze ist das, guck mal, Yasin Abi, was Yasin Abi sagt. Götze ist das, was man im Leben vielleicht einen großen Wert oder den höchsten Wert gibt. Ja, ist eine Einleitung immer noch in dem Thema. Hassan? Ja. Ja, wenn man von diesem Ding die Bedürfnisse gedeckt haben möchte. Super. Sehr schön. Als Antwort, die ich mir notiert habe, ist es so folgendermaßen. Alles, was deine Emotionen ablenkt, guck mal, nicht nur aus Hand erschaffener Abi, sondern alles, was deine Emotionen ablenkt von Allah, Jalla Jalaluhu, ist ein Götze. Ja, guten Morgen. Ehrlich, als ich mir das durchgelesen habe, ne, bei mir war Game Over, ja. Ich habe richtig Angst bekommen, ja. Überleg mal, alles, was deine Emotionen ablenkt von Allah, ist dein Put. Das ist hart, oder nicht? Aber ist der Iman das? Erst muss Imani Billah sitzen, sonst funktioniert der Rest nicht. Schaut mal, alles, damit hört es nicht auf. Also Emotionen, damit wir das einmal hören, nochmal, was damit gemeint ist. Alles, was deine Freude, Trauer oder Angst dirigiert oder führt, ist dein Put. Allahu Akbar. Hart, oder? Hart, oder? Abi. Hassan, du hast ein schönes Hemd an. Salman, du hast auch ein schönes Hemd an. Was ist jetzt, wenn ich zu euch gehe, und jetzt ist das so, um unser Itikat. Jemand kann sein eigenen Itikat testen. Werde ich gesteuert, meine Emotionen, abgelenkt von Allah Jalla Jalalu, wenn es plötzlich um mein eigenes Hab und Gut geht. Lass runtergehen, wir wählen ein Auto und ich schlage dieses Fenster ein von diesem Auto. Und du darfst nichts sagen. Das muss dir egal sein. Ist hart, oder? Das hört sich erstmal richtig hart an. Aber diese großen Gelehrten, die wir über die heute immer noch sprechen, weil sie Allah nicht vergessen haben, lässt Allah sie nicht vergessen. Deswegen sprechen wir heute Abend immer noch über einen Imam Azam, Rahmatullahi alayh. Er sitzt mit seinen Schülern in so einem Ders
Plötzlich kommt einer hier rein und sagt, ja, Imam, er war Händler. Ja? Er hatte Hab und Gut, was mit einem Schiff kommen sollte zum Hafen. Da sagt einer von den Schülern, ja, Imam, euer Schiff ist kaputt. Also euer ganzes Hab und Gut, was da drin war, ist weg. Also, du machst einen Laden auf, du willst eine Eröffnung machen und während es kommt, wird geklaut oder geht es kaputt. Sowas, ha. Tamam abiler. Imam Azam, rahmetullahi alayh, man schließt seine Augen, öffnet und sagt, Alhamdulillah. Allahu Akbar. Kurz darauf kommt noch einer und sagt, ja, Imam Effendi, Imam Azam, das war doch nicht ihr Schiff. Also euren Hab und Gut geht's gut. Das war nicht euer Schiff. Er schließt seine Augen. Er sagt, Alhamdulillah. Die Schüler sind so irritiert. Und das haben wir ganz oft von unseren Hojas gehört. Ne? Die erzählen ganz oft unsere Hojas diese Sache in den Moscheen. Aber mal so von dieser Seite betrachtet, die Schüler fragen, ja Imam, am Anfang Alhamdulillah, kaputt gegangen? Die Autoscheibe oder unser Hemd, ja, aber doch nicht gewesen, auch keine Freude, keine Trauer, keine Freude. Und Imam Azam sagt, ich habe auf mein Herz geschaut in dem Moment, ob ich Trauer empfinde oder Freude. Beides war nicht. Ich habe Vertrauen auf Allah gehabt. Weil er ist doch der, der meine Bedürfnisse stillen wird. Er ist doch der König, der seine Untertanen managt. Er ist doch der König, der seine Untertanen ernährt und auf sie achtet. O billig, Allah billig. Er wollte es so, dann passiert es so. Also das ist ein Iman, ohne einen Putt in seinem Herzen zu haben. Ja. Und jetzt sehen wir und erkennen wir, warum ein Iman ders so wichtig ist. Warum es ein Bauprojekt ist und nicht mit einem Samstagabend zu Ende ist. Das ist das, Abilash. Die Wiederholung. Ja, die Wiederholung ist ein Aufbauen von einem Gerüst oder ein Gebäude eigentlich. Das Herz und seine Interessen, liebe Geschwister. Allah Jalla Jalaluhu will niemand außer sich in diesem Herzen haben. Ja, das haben wir auch so oft von unseren Hojas gehört. Alle anderen müssen raus, wie aus der Kaaba damals die Götzen entfernt wurden. Wir müssen uns einmal daran erinnern, dass die erbaute Kaaba von Ibrahim Halilullah alayhi salam, ja, Ibrahim Halilullah alayhi salam, erbaut wurde, ja, theoretisch wieder restauriert wurde, ja, theoretisch. Ibrahim alayhi salam erbaut die Kaaba, restauriert die Kaaba. Deswegen wird die Kaaba, liebe Geschwister, Kaabi Halil genannt. Ja, Kaabi Halil. Und Allah Jalla Jalaluhu möchte diese Städte so rein sehen, so sauber sehen, er akzeptiert in Kaabi Halil kein Putt. Als alayhi salatu salam Mekke erobert, in Mekke Fethi, ja, erobert, was war eine der ersten Sachen, die er gemacht hat? Kaabi gesäubert. Also es muss immer bei einem Anfang eine Säuberung stattfinden. Also, La ilaha. Eine Säuberung muss stattfinden. Allah Jalla Jalalu hat nicht akzeptiert, dass in der erbauten Kaaba, die aus Stein ist, ein Putt drin ist. Allah Jalla Jalalu hat dieses Herz erschaffen. Und dieses Herz heißt Kaabi Jalil. Jalla Jalaluhu. Allah hat dieses Herz erbaut. In Anführungsstrichen, erschaffen. Meint ihr denn, wenn Allah Jalla Jalalu unzufrieden mit dem ist, dass in einem Steingebäude ein Götze drin ist, wäre er zufrieden damit, dass was er selbst erschaffen hat, in seinem Herzen, wo er sagt, dieses Herz gehört mir, ich akzeptiere keine andere Muhabbet, keine andere Liebe, außer meine Liebe in diesem Herzen. Meint ihr, Allah wäre damit zufrieden? Ich denke nicht, oder? Also Allah möchte, dass dieses Herz Allah sagt. Allah sagt. Nichts anderes sagt. Nicht irgendwie Leila, Araber, Fußball, Playstation, weiß ich nicht, Musik, was weiß ich was. Nein, das Herz gehört nur Allah. Alles andere sollst du mit Allah lieben. Nicht ohne Allah. Oder für Allah lieben.
nicht ohne Allah leben. Das muss einmal verstanden werden. Ja, stellt euch vor, ein Leben lang dachtest du, es reicht nur La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Jumadan Jumaya, Salah, das Gebet. Stell dir vor, und du behauptest so, bitte verzeiht mir, ich bin Muslim. Ein Leben lang denkst du so, keine Reinigung im Herzen, wie die Kaaba gereinigt wird. Und du stirbst so, du stirbst über Schirk. Du hast Allah ein Leben lang etwas beigesellt. Allah, Allah, ja, Allah, Allah. Und was sagt Allah Jalla Jalaluhu in Surah Nur, im Koran? Ich vergebe jede Sünde, außer Schirk. Ja, İman dersi ne kadar önemli değil mi abiler? Was ist denn alles Schirk? Stufe für Stufe gehen wir inşallah, hören wir unsere. Was ist denn alles Schirk? Götze haben wir verstanden. Aber was ist alles Schirk? Resul. Für reiche Leute Macht oder Geld. Hamza, Mendil var mı ya? Bayağı terledim. Für reiche Leute Macht oder Geld. Kerim. An Allah zu zweifeln ist Schirk, sagst du. Ja, okay. Andere Ideen, Abi? Allah ortak koşmak, also sich mit Gott ebenbürtig sehen oder höher sehen. Ja, genau, also sich ebenbürtig sehen mit Gott. Ne? Er ist allwissend, ich bin auch allwissend. Ne? Ich bin mächtig. Ne? Pharaon hat das ja auch so gemacht. Ne? Ich bin Gott, hat er gesagt. Ne? Abi? Von etwas anderem meldet man, also außer Allah. Also, als Gott zu betrachten. Ja, etwas anderes als Gott zu betrachten. Richtig, genau, wie ein Putt, ne? Wie ein Götze. Das ist, diese Handlung ist auch Schirk. Richtig, Abel. Abel, hört mal her. Das hat mich auseinandergenommen, diese Ders, ja? Ehrlich. Alle Niederwerfungen, Sajde, ja? Außer vor Allah Jalla Jalaluhu ist Schirk. Jetzt, Niederwerfung sehen wir und betrachten wir als nur die Handlung, die wir. Dankeschön, Abi. Niederwerfung sehen wir als und bleiben auch nur dabei, dass wir das jetzt nur gehört haben, Sajde, ja, ich mache doch von niemandem Sajde, dann mache ich kein Schirk. Nee, nee, so ist das nicht. Die Meister, Üstad Hazretleri, bringt uns hier etwas bei. Die Sajde vor einer Sünde ist auch Schirk. Ja? Wenn du plötzlich diese Sünde so einen Stellenwert gibst, dass du nicht mehr darauf verzichten kannst und es im Herzen trägst. Das ist auch Schirk, Abi. Und jetzt darf jeder für sich einmal reflektieren. Mache ich so eine Sajde in Bezug auf eine Sünde? Abi, bu Schirk, ja, subhanallah. Und wer mit Schirk stirbt, Abi, subhanallah, vergib diese Sünde nicht. Subhanallah, wie gefährlich ist das, Abiler? Alle Arbeiten, die man tätigt, die nicht für Allah sind, ist Schirk. Gehen wir alle arbeiten, Schule. Diese Handlungen muss für die Zufriedenheit Allahs sein. Muss für Allah gemacht werden. Allah için. Ja? Allah için. Dann ist das erst sauber. Ja, ganz klar. Versteht ihr die Ernsthaftigkeit? Eine Sache. Üstad Hazretleri sagt eines Tages, Furkan abi, burayı iyi dinle. Üstad Hazretleri sagt eines Tages, ich habe, hört mal her, 40 Männer gesehen, die aus der Moschee kommen und ich habe am Ende des Tages gesehen, dass nur einer von ihnen mit Iman gestorben ist. Denn die Awliya, Waliullah, Meshayikh-i Ikram, ja, deren erste Stufe, Awliya auf Deutsch, Freunde Allahs, im Türkischen auch Allah, Dostu, ja, deren erste Stufe bei Allah ist Ahli Keşfil Qubur. Deren erste, Allah Jalla Jalaluhu, das erste, was er ihnen öffnet und zeigt, ist den Zustand der Menschen im Grab, ob sie Ahli Jannat oder Ahli Jahannam sind. Und Üstad Hazretleri, Said Nursi Hazretleri sagt, ich habe 40 Männer aus der Moschee rausgehen sehen. Abi, guck mal. Möge Allah uns einen Iman geben, Abi. Ich habe 40 Männer und ich habe nur gesehen, dass einer von ihnen mit Iman gestorben ist. Abi, görüyor musun? Seht ihr das? Ich habe Gänsehaut bekommen, ja. Wir müssen Iman, Abi, nicht irgendwie als Samstagabend, als ein
Entertainment betrachten. Das ist ein Projekt, Abi. Wir müssen immer wieder über Iman sprechen. Ganz klar. Sollen wir denn nichts machen? Man hört vielleicht so hier und da so ein bisschen was raus. Ja, sollen wir dann nicht mehr arbeiten oder so? Nein, nein. Sowas erzählen wir nicht. Und sowas könnt ihr auch bei uns nicht sehen. Du sollst zur Arbeit, du sollst heiraten, du sollst studieren. Aber während du diese ganzen Handlungen machst, Lokman Abi, Allah unutmi Jackson, darfst du Allah nicht vergessen, ja. Diese Sachen dürfen dich nicht ablenken von Allah. Schaut mal, in Bezug auf Schirk. Wer ist verheiratet oder verlobt? Einmal die Hände hoch. Sind so einige. Okay. Alle anderen, denke ich, würden auch bestätigen. Stellt euch vor, Abiler, stellt euch vor, deine Verlobte oder deine Ehefrau, du kommst nach Hause so von stressigen Arbeit, du denkst so, deine Frau erwartet dich mit einem Lächeln zu Hause. Ne? Jeder Traum. Oh. Ne? Oft, vielleicht erlebt man auch manchmal andere Sachen, aber diese, da muss man auch durch. Ne? Abi, und diese Frau kommt zu dir und sagt dir, auf einmal sagt sie nicht mehr zu dir, Schatz oder Liebling oder Hayatem. Sie spricht dich mit Vornamen an. Das Gespräch wird ernst. Ne? Warum jetzt die Ledigen lachen, weiß ich nicht, aber kein Inshallah. Ne. Woher dir das wissen? Nächste. Sie sagt, ich muss dir was sagen. Ich habe Liebe in meinem Herzen zu einem anderen Mann. Wer von euch würde das akzeptieren? Remzi, würdest du das akzeptieren? Nein. Abi, würdest du das akzeptieren, Furkan? Nein. Haşa. Olabilir mi? Osman abi. Asla. Niemand. Ja. Subhanallah. Wir können das nicht ertragen. Allah Jalla Jalaluhu sieht so viele Muhabbet in seinem Herz. In seinem Herz. Was er erschaffen hat und sagt, in diesem Herz möchte ich nur, dass du mich gedenkst. Dass du in diesem Herzen nur mich trägst. Und er sieht Muhabbet zu ganz vielen anderen Sachen. Ganz schlimm, Abi, ganz, ganz schlimm. Ja. Wir müssen dieses Herz, Latife Rabban hier, diese Lataif, dieses spirituelle Organ, das Herz, wieder frei kriegen, öffnen, Abi, öffnen. Öffnen, ganz klar. Wir hatten gesagt, Wahdahu bedeutet, er ist ein Einziger. Wahdahu, in diesem Wort liegt eine heilende. In bei La ilaha illallah, eine Medizin, richtig? Eine frohe Botschaft. Guck mal, Wahdahu, auch eine heilende, auch eine Medizin. Wahdahu, in diesem Wort liegt eine heilende, glückliche, frohe Botschaft. Wieder eine frohe Botschaft. In Wahdahu, dass du begreifen tust, dass er ein Einziger ist. Es ist dies wie folgt. Die Menschenseele und das Menschenherz, die mit den meisten Arten im Kosmos verbunden sind und durch diese Verbundenheit bis zum Ersticken ins Elend und in Verwirrung geraten, finden in diesem Wort Wahdahu, er ist ein Einziger, eine Burg und ihre Rettung, sodass sie aus aller Verwirrung und Elend befreit werden. Also, das Wort Wahdahu ist eine Heilung und eine frohe Botschaft. Für denjenigen, der sich erstmal klar werden muss, dass er immer mit etwas verbunden ist. Wir haben ja gesehen, wir haben grenzenlose Bedürfnisse, richtig? Wir haben grenzenlose Bedürfnisse. Durch diese grenzenlosen Bedürfnisse haben wir Verbundenheit immer wieder zu etwas. Ganz klar. Ja, ganz klar. Was ist denn aber eigentlich Verbundenheit? Was ist Verbundenheit? Kann das einer so ein bisschen definieren? Was ist Bağlılık, Verbundenheit? Weil wir sind Bağlı, wir sind verbunden an so viele andere Sachen. Aber ich habe auch einige Stichpunkte, aber bitte, Abi. Also du sagst materiell, ja. Machen wir einen Oberbegriff dafür, materielle Gebundenheit, das ist Verbundenheit, sagst du. Ja, das geht in eine richtige Richtung.
Musab? Egal, dass man treu ist zu dem, was man da jetzt verbunden ist. Das ist die Verbundenheit. Also du sagst, Verbundenheit bringt mit sich Treue mit. Genau. Dass man treu sein soll. Okay? Eine andere Idee, Abi? Kerim? Verbundenheit ist ja, dass man ohne das nicht kann. Man braucht es unbedingt. Ja, ohne. Richtig. Denn wir sehen ganz klar, wenn wir verbunden sind und wir sind verbunden zu immer etwas, wir können ganz klar hieraus sehen, wer ist nicht verbunden zu irgendetwas? Allah. Also ist alles andere außer ihn zu etwas gebunden. Alle anderen, die sagen, ben biere ba'lu değilim, ich bin nicht gebunden, wallah, du bist ein Lügner. Weil du bist gebunden, nur Allah ist nicht an etwas gebunden. Du bist immer an etwas gebunden, musst du gebunden sein. Ohne etwas geht gar nicht. Ja? Und wer das sagt, stellt sich plötzlich mit Allah auf dieselbe Sphäre. Ben biere ba'lu değilim. Mit diesen Worten machst du Schirk, lieber Bruder. Ich bin nicht gebunden an irgendwo. Du machst mit diesem Wort Schirk. Nur mal nebenbei. Ne? Allah la ben eine Schede ist. Hasha ve kelle. Ganz gefährlich. Aber zu diesen Stichpunkten, die ich einmal notiert habe, sind das folgende Stichpunkte. Die Verbundenheit ist eine Eigenschaft von dem Herzen. Diese verbindet sich immer wieder an etwas. Ich sehe das, boah, diese Tasse, Hupane-Tasse, Schleichwerbung, einmal nebenbei. Ja, sag, boah, ich hab Mohammed, ich will das auch haben. Oh, Handy, oh, Stift von Lamy, oh, das Herz ist eine Eigenschaft von dem Herzen. Ja, ganz klar, das ist eine Eigenschaft vom Herzen. Eine andere Sache ist, vor der Liebe und Aschk ist immer eine Verbundenheit erstmal da. Eine gewisse Anziehungskraft, die wir auch Verbundenheit nennen können, ja, ist vor der Liebe und des Verliebtseins da. Sobald man etwas schön findet, entsteht eine Verbundenheit. Sobald man etwas schön findet, entsteht eine Verbundenheit. So ist das. Siehst du irgendetwas Tolles oder Schönes, entsteht eine Verbundenheit. Aber warum gibt es diese Verbundenheit? Allah hat uns das ja in uns gegeben. Und Allah sagt aber jetzt, du sollst in diesem Herzen nichts tragen, außer mich. Aber Allah hat auch noch die Funktion gegeben, dass dieses Herz immer auf etwas anspringt. Warum? Diese Funktion ist dafür da, Abler, diese Funktion, danke erstmal, dass ihr euch meldet, diese Funktion ist dafür da, dass Allah, Jalla Jalaluhu, auf sich durch seine Kunstwerke aufmerksam machen möchte. Er zieht förmlich uns auf seine Werke, damit du die Möglichkeit hast, durch dieses Kunstwerk, Sanat, den Künstler sehen kannst. Er sagt aber, bleib nicht, tu dieses, wo du verbunden bist, zu, nicht in dein Herz. Diese gebundenen Sachen, ja, wo wir verbunden sind, sollen nur dazu dienen, dass du hinter den Kunstwerken den Künstler siehst. Also Sani Zuljalal, den majestätischen Künstler, betrachtest. Daher kommt diese Verbundenheit. So ist auch natürlich Trauer, Freude, Mutter und Kind eine Verbundenheit. Selbst bei der Mutter sollte diese Verbundenheit zu ihrem Kind, Tochter oder Sohn, sie nicht abhalten davon, Allah im Herzen zu tragen. Auch die Mütter sind mit dieser Aufgabe beauftragt. Auch die Mutter darf in ihren Herzen außer Allah nichts tragen. So ist das aber. Auch der Vater natürlich. Wenn diese Verbundenheiten, zu deren wir immer Beziehung haben, ja, wir sind ja gebunden. Wir sind gebunden, ne, materiell gesehen an ganz viele Sachen, immateriell gesehen an noch viel mehr Sachen. Richtig? Wenn diese Verbundenheiten nicht nach der normalen Routine ablaufen oder funktionieren, geschieht eine ganz interessante Sache mit unseren Hormonen. Ich gehe nicht tief in diese Sache mit den Hormonen rein, aber wenn diese Sachen, zu denen wir gebunden sind oder verbunden sind, Blockmann AB, und wenn diese nicht mehr nach der Routine entsprechend funktionieren, sind wir im Stress. Plötzlich merkst du, oh, ich kann das alles ja nicht managen. So ist das, ne? Plötzlich sind wir so, wird uns im Moment des Stress eigentlich bekannt und Allah macht es dir bewusst, guck mal, du bist nicht derjenige, der das managen kann.
Und er gibt dir so ein Stresshormon, dass dieser Hormon dir zeigen soll, dass der wahre Manager dieser Sachen nicht du selbst bist, sondern Allah Jalla Jalaluhu ist. Und wir sind Stress, weil diese Routine nicht klappt. Stress entsteht dadurch, dass man denkt, dass jenes Ereignis nicht richtig ist. Jetzt gerade ist das falsch. Olmaması lazım jetzt. Ja? Also Handy fällt, Akku leer, plötzlich Stress. Ne? Oh, Livestream fehlt, was ist jetzt passiert? Strom ausfällt, plötzlich ist etwas, ne, an was ich gebunden bin und das auch nicht irgendwie in Hand habe, diese Kraft. Ja? Plötzlich ist es nicht in der Routine. Und was passiert? Plötzlich Stress. Allah macht auf sich aufmerksam. Nur ich bin der Manager von diesen Sachen. Nicht Osman, der sein Handy aufgeladen hat. Oder weiß ich nicht. Eine andere Sache. Versteht ihr, worauf ich hinaus möchte? Und er bekommt Stress. Alle anderen, die es begriffen haben, dass wenn nicht etwas plötzlich nach der Routine abläuft, wonach du gewöhnt bist und es verstanden haben, machen den hier. Okay. Allah will gerade so. Und hat Ruhe. Dieser Mensch hat keinen Stress. Habt ihr mal je über einen Evliya gehört? Habt ihr mal je gehört in den Geschichten von dem Propheten, oder Sahaba Ikram, dass sie gestresst waren? Irgendwann mal drauf, irgendwie mal gehört? Nein! Vertrauen auf Allah! Sie wissen, Qadir, das ist Allahs Plan! Und hat keinen Stress. Alle anderen denken, boah, das war doch mein Plan! Das habe ich doch so gemacht! Olmadı! Und wir haben uns erwischt, Lokman Abi, oder nicht? Wallah, haben wir uns nicht erwischt? Teppich kam nicht. Futturiyordum. Ja? Teppich kam nicht, aber deli oldum. 14 Tage warten wir. Ja. Und ich habe das Nötigste, diese Ders Abi. Ich habe gedacht, wir haben es in den Händen, diese Sache zu machen. Und Allah hat es noch schöner gemacht. Wir haben unseren Teppich wann bekommen? Mevlüt Kandil. Am Geburtstag des Propheten, a.s. Ja. Da hat einer einen Plan, der viel schöner ist als dein Plan, Tahir. So ist das, Lokman Ali, oder nicht? Ja, subhanallah. Unnötig Stress, Abi, unnötig eigentlich. Den Eulias wird gesagt, subhanallah, dass ihre Brust, ihr Wesen immer so ist, wie ein Frühling, was so ein schönes Wetter hat, Eliasa, mit so einer leichten Brise Wind. Voll schön, ne? Die Evliyas, die Allah-Dostlere, ja, die Veliullah, in ihrer Brust haben sie immer so ein Wetter. Allah. Bei uns? Abi, Sturm, Orkan, Tsunami, Allahu Akbar, ja, was ist in dieser Brust drin alles, ja? Was ist da drin alles? Allah, das ist, ja. Aber wollen wir nicht eigentlich auch so, jetzt auf richtig so gechillt sein? Ja, Abi, Tawakkal to Allah. Vertrauen auf Allah. Ganz klar. Das heißt, liebe Brüder, Wahdahu sagt sinngemäß, er ist ein Einziger. Also Gott ist einer, Allah ist einer. Also, du brauchst dich nicht mehr stressen. Eine Heilung liegt in diesem Wort Wahdahu. Du brauchst nicht mehr irgendwo hinrennen, Bruder. Vertrau auf Allah, er ist ein Einziger. Du hast nicht 100 Götter. Du hast nicht 1 Million Götter, wo du ihn finden musst, noch ihn anrufen musst oder irgendwie hinterherrennen musst. Er ist nur einer. Es gibt nur eine Tür. Subhanallah. Also sag dir das, Wahdahu. Er ist einer. Allah ist einer. Es gibt nur ein Heiler. Es gibt nur ein Ar-Razzaq. Ja? Es gibt nur einen, der euch ein Kind schenken wird. Du brauchst nicht an irgendwelchen Türen laufen, hin und her, hier, was. Allah, Allah, Allah. Subhanallah. Wahdahu. Er ist der Einzige. Abiler. Dieser König, ja, dieser Malik, dieser König, Allah Jalla Jalaluhu, hat, ja, machen wir ein Beispiel, dieser König hat Angestellte.
Okay? Du bist aber ein Untertan von diesem König. Symbolhaft. Dortmund ist ein Königreich, nur symbolhaft. Wir haben einen König und du bist dieser Untertan. Okay, Abilash? Und dir geht's jetzt gerade mies. Der König sagt aber, ich bin ein König. Alle Bedürfnisse werden von mir gelenkt. Und dieser König darf auch so erhaben sprechen, weil er auch erhaben und ehrwürdig ist. Und du, weil du Probleme hast, gehst du zum Bauer. Du bist auch ein Bauer und du gehst auch zum Bauer. Ja? Du sagst zum Bauer, hilf mir. Ey, wenn der König das hört, ne? Was macht der König? Der wird dich schlagen lassen durch den Bauer, mit dem Bauer. Der sagt zu diesem Bauer, Salame gelde. Du bist gerannt zu XY, der dich satt machen wird, der dir Riss geben wird. Du hast gesagt, dein Chef ist dein Rissgeber. Allah wird dich mit diesem Chef schlagen, Abi. Er wird dich plötzlich kündigen, Abi. Du wirst den Schlag durch den Bauer kriegen, Abi. Und dieser Schlag durch den Bauer ist immer noch gut. Denn dieser König hätte dich auch umbringen können. Oder nicht? Er ist ehrwürdig, machtmächtig. Alle Untertanen hören auf ihn. Dieser König aber schlägt dich durch diesen Bauer und sagt, das war nur ein Schlag der Fürsorge. Uyandie, damit du aufwachst. Ja. Boah, geiles Auto. Das ist mein Auto. Ja. Und trägst in dein Herz. Und Allah schlägt dich mit diesem Bauerauto. Ja. Machst einen Unfall, Abi. Machst einen dicken Unfall. Und dann sagt Allah, Jalla Jalaluhu, schau. Nicht das ist wichtig, ich bin wichtig. Ganz klar, Abi. Wie soll man bei einem König also bitten? Durch seine Bauer? Durch seine Bauer oder bei ihm selbst? An seiner Tür. An seiner Tür, Abi. Und wie soll man von einem König bitten? Überleg mal, da gibt es einen König, der hat Macht über alles. Und du bittest von ihm so, wenn du gibst, dann gib, ja. Aber Wallah, unser Vater würde noch nicht mal so akzeptieren, wenn wir mit ihm so reden. Baba, wenn du willst, gib Taschengeld oder nicht, ja. Was? Schlag, würdest du eine Ohrfeige kriegen. Bei uns auf jeden Fall, ja. Also sollst du wie ein Bettler bitten. Die Lenjigi beiste. Wie ein Bettler sollst du bitten. Und, damit hört es nicht auf, wie ein Bettler sollst du bitten und daran glauben, dass er es erhört. Überleg mal, du zweifelst an der Macht des Königs. Meinst du, er kann geben oder nicht? Kriegst du auch einen Schlag. Also die Akzeptanz einer Dua, einer Bitte, ist folgendermaßen, dass du daran glaubst, dass er auch gibt. Nicht geben kann, gibt. Nicht, ah, nein, das ergibt, subhanallah. Was für eine Sache wir heute Abend erfahren haben, oder nicht, liebe Geschwister? Und zum letzten Part. 2 Minuten, 3 Minuten. Mach dir nicht solch vergebliche Mühe, lieber Bruder, indem du dich anderen Dingen außer Gott zuwendest. Wallah, dein Chef wird dich nicht satt machen und macht dich auch nicht satt. Verpflichte dich nicht ihnen, verpflichte dich ihnen nicht zur Dankbarkeit, indem du sie anbettelst, denn betteln sollst du nur bei Allah. Unterwirf dich ihnen nicht, indem du ihnen hinterherläufst. Zittere nicht vor ihnen in deiner Angst, denn der König des Kosmos, nicht nur irgendein König, der König des Kosmos ist einer, wahdahu. Die Schlüssel aller Dinge liegen bei ihm, nicht bei irgendein anderen. Er hat die Schlüssel. Er ist der Lenker. Die Zügel aller Dinge liegen in seiner Hand. Alles geschieht durch sein Befehl. Findest du ihn, so hast du alles gefunden. Was du wünschst und dich vor grenzenlosen vielen Dankeschulden und vor Ängsten retten wird auch. Subhanallah.
Und wisst ihr, zum Abschluss können wir vielleicht noch einmal diesen Zitat von Üstad Hazretleri hören. Er sagt folgendermaßen, zunächst einmal auf Türkisch, weil ich es im Türkischen so sehr liebe, diesen Zitat von ihm zu hören, und dann auf Deutsch. Üstad Hazretleri diyor ki abiler, onu tanıyan, Allah Allah, tanıyan diyor, marifetullah, erkennen. Onu tanıyan ve itaat eden, zindanda dahi olsa, bahtiyardır. Onu unutan saraylarda da olsa zindandadır, bedbahtır. Wer ihn kennt und ihm gehorcht, der ist ein Glückseliger, säße er auch in einem Gefängnis. Wer ihn vergisst und säße er auch in einem Schloss, so ist er ein Unglückseliger. Allah, Allah. Und Alhamdulillah dafür, dass wir in seinem Gefängnis sein dürfen. Ja? Wir dürfen also alle, die ihn kennen und ihn gehorchen, bahtiyardır, er ist glückselig, abi. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Eine Sache vielleicht zum Schluss. Wir müssen es. Wenn ich sage, ihr müsst ein Meister werden in einem Beruf, ist das für jeden, der so ein bisschen Erfahrung gesammelt hat in diese Richtung, Meister oder Freunde hat, die Meister geworden ist, dass er weiß, dass dieser Weg anstrengend ist und auch gewisse Handlungen durchführen müssen, gewisse Praxisen und Theorien abhandeln muss und durchleben muss, machen muss, richtig? Der Islam sagt uns, und die Gelehrten natürlich sagen uns, in einer Sache muss jeder Muslim ein Meister werden. Wisst ihr, in welcher? Diyor ya, onu tanıyan, wer ihn kennt, in marifetullah. Dass man Allah kennt, das in diesem Punkt muss jeder von uns ein Meister werden. Und liebe Brüder, keiner von denjenigen, die eine Meisterschule besuchen, haben ohne Ausbildung oder Lehrjahre, ja, diese ganz schweren Lehrjahre mit der Meisterschule angefangen. Abdus Samad, du hast neu mit der Ausbildung angefangen, oder nicht? Was lassen sie dich machen? 7 Stunden U-Stahl feilen. Nichts anderes. Du hast Trizeps, sein Vater, das ist was anderes. Aber, das ist, du musst da durch. Du musst da durch. Also kann niemand jetzt sagen, nee, Marifatullah habe ich sofort. Muhabbetullah habe ich sofort. Ruhani Lezzet möchte ich sofort. Nein, Abi. Erstmal Ausbildungsjahre. Also wir befinden uns alle in den Ausbildungsjahren. Und unser Weg zu einem Meister zu werden ist noch lange. Aber lasst uns anmelden an einer Schule. Lasst uns Unterricht nehmen an einer Schule. Lasst uns akzeptieren, dass wir Schüler sind, Azubis sind. Und dann lasst uns versuchen, auch wirklich am Ball zu bleiben. Wie Abdus Samad 7 Stunden am Ball bleibt. Ja? Damit er später ein Meister wird, opfert er 7 Stunden seines Tages, 8 Stunden seines Tages, damit er später ein Meister wird. Wie viele Stunden Arbeit, wie opfern wir denn ein Meister im Thema Marifetullah zu werden? Nur ein Samstagabend? Wallahi, das ist zu wenig. Das ist zu wenig. Deswegen, Abiler, diese Unterrichte sind solche Unterrichte, die nicht irgendein Entertainment sind. Vielleicht habe ich das heute Abend sehr oft erwähnt, aber das muss verstanden werden. Iman-Derse ist das A und O, Abi, vor allem in dieser Zeit. Möge Allah mit euch zufrieden sein, möge Allah euch festigen, Allahu Teala sizden razı olsun. El-Fatiha, Masalawat.